Leute, ich begrüße euch beim nächsten Photoshop-Tutorial bei Wolf Fotoart. Und heute soll es mal nicht, wie dieses Bild vielleicht vermuten lässt, um die Erstellung dieses Artworks gehen von A bis Z. Ich habe mir einfach mal einen ganz, ganz wichtigen Punkt hier rausgepickt, den ich mal erläutern möchte, und zwar die realistische Darstellung von Schatten, wie ihr hier unten seht. Wie kriege ich die dort rein in ein Composing, wenn ich ein Objekt freigestellt habe oder einen Menschen freigestellt habe? Wie kann ich die einmalen oder vielleicht auch verrechnen, was auch immer? Das ist ein elementarer Punkt, der muss bei Composings einfach passen. Auch gibt es verschiedene andere wichtige Dinge, die da passen müssen, damit es stimmig wirkt. Aber die Schatten sind ein Bestandteil davon und da soll es heute mal drum gehen. Inspiriert zu diesem Bild haben wir uns von dem Game Alice Madness Returns. Model Joey hat hier die Rolle übernommen, den Charakter verkörpert, richtig, richtig gut. Hat das passende Kostüm dazu angehabt und letzten Endes haben wir es im Fotostudio entsprechend ausgeleuchtet, fotografiert und dann die gesamte Post-Production im Photoshop erledigt. Und ich will einfach nur mal die Ebenen einfügen, die uns heute interessieren. Alles andere interessiert nicht. Wer gerne mal am Rande noch gesagt, wer gerne mal dieses Artwork gerne sehen möchte von A bis Z, einfach mal in die Kommentare schreiben. Sollte es da genug Anfragen geben, erstelle ich dies gerne auch mal in, sag mal, einem Dreiteiler, Step by Step. Okay. Heute geht es um den Schatten und wir haben Joey hier im Studio fotografiert, schön freigestellt bereits, mit Alt-Taste einfach mal auf den Freisteller gehen, haben hier einen super Freisteller uns erarbeitet, haben den Hintergrund bereinigt und das ist bei mir immer so charakteristisch, dass ich in meinen Artworks den Freisteller immer dupliziere und zwischen diese beiden Freisteller quasi meinen Hintergrund einfüge. Warum dieses Duplikat, werdet ihr gleich feststellen. So, nun habe ich Joey hier schön retuschiert, freigestellt und jetzt geht es darum, einen Hintergrund einzufügen. Das werde ich tun, ich habe den Hintergrund, den habe ich schon perspektivisch angepasst, setze das rein, wunderbar. Nun ist das Problem, wo ist mein Schatten? Ja, da gibt es mehrere Wege, die da nach oben führen. Ich möchte euch gerne einen Weg bzw. zwei Wege zeigen. Den ersten Weg, den nutze ich heute nicht mehr, lediglich noch zur Optimierung an der einen oder anderen Stelle, sonst ist ja bei mir eigentlich gar nicht mehr das Thema. Im Rahmen dessen auch nochmal die Erstellung von Kernschatten. Und dann gibt es nochmal eine Technik, die ich seit Jahren nutze und in die ich mich sofort verliebt habe. Ja, und die mir das Ganze wirklich vereinfacht. Aber ich möchte euch der Vollständigkeit halber hier auch diese andere Technik zeigen, die ich heute persönlich nicht mehr nutze. Und dazu legen wir uns einfach mal eine Ebene an. Benennen diese Ebene gleich. Ja, ich betone immer, Leute, benennt eure Ebenen, sonst findet ihr euch nachher nicht mehr in eurem Ebenenwulst hier durch. Und fangen an hier mit einem Pinsel und schwarzer Vordergrundfarbe bei Deckkraft 100% zu malen. Hier vielleicht ein kleiner Tipp, bei diesem Schattenthema ist es gar nicht so schlecht, hier unter Transfer einen Zeichenstiftdruck zu aktivieren, das kommt hier ganz gut. Und dann fangen wir hier an zu malen, auf der Ebene Schatten. Wenn ich jetzt hier anfange zu malen, würde ich natürlich nichts sehen. Warum? Also ich würde schon was sehen. Aber ich sehe nicht, wo ich meine Schatten hinmalen soll. Es sei denn, ihr habt so ein gutes fotografisches Gedächtnis, ich habe es nicht und möchte gerne wissen, ja, wo kommt jetzt der Schatten hier eigentlich hin? Dann nichts weiter tun, als einfach mal diese Hintergrundebene zu deaktivieren oder nur Deckkraft zu reduzieren, könnt ihr auch machen. Ja, mal 50% Deckkraft, habt den Hintergrund noch ein bisschen drin und fangt dann an, hier eure Schatten zu malen. Ich nehme den Schatten einfach mal wieder zurück, der soll nicht interessieren, reduziere die Deckkraft nochmal auf 50%, gehe auf meine Ebene Schatten, Pinsel, schwarze Vordergrundfarbe und ihr seht jetzt schon, es wird gar nicht so einfach, diesen Schatten da glaubhaft reinzumalen, weil wir haben hier harte Schattenkanten, wir haben weiche Schattenkanten, wir haben eine höhere Deckkraft, wir haben eine geringere Deckkraft. Das alles so hinzumalen, wenn man das ordentlich macht, dauert das locker 10 Minuten. Diese 10 Minuten möchte ich euch und mir auch ersparen, aber ich will es euch generell zeigen, wie ich dabei vorgehe. Also jetzt nicht wundern, warum das nicht sauber wird. Ja, es geht mir nur ums Prinzip. Den Freisteller hier oben habe ich gleich angelegt, damit ich, wenn ich hier mal übermale, das hier nicht sehe. Wenn ich jetzt den Freisteller oben rausnehme, seht ihr diese Übermalung. Freisteller wieder rein, alles schicki. Ja, hier einfach jetzt Stück für Stück mich an diesem Schatten, der mir mein Freisteller ja im Vorfeld schon gibt, mich orientieren, hier ein bisschen weniger Deckkraft reinbringen. Ja, und hier sieht man schon, geht man doppelt drüber, hat man hier wieder mehr Deckkraft als an der anderen Stelle. Das ist gar nicht so leicht. Wirklich ein bisschen tricky und ich male hier meinen Schatten quasi rein. So, jetzt habe ich hier erstmal meine Basic quasi drin. Okay,
Ja, und wie kriege ich das jetzt noch ein bisschen glaubhafter hin? Hier möchte ich gerne eine harte Schattenkante drin haben am Anfang. Einfach nur mal eine Maske anlegen, eine weiße Maske, schwarze Vordergrundfarbe bleibt. Ich gehe in die Eigenschaften rein und setze die Härte mal nach oben. Und male dann hier mir meine harte Schattenkante, die ich brauche, damit das Ganze realistisch wirkt. So. Ich möchte diese harte Schattenkante an den anderen Stellen nicht. Ich gehe mit der Härte wieder runter, möchte aber gerne diese Deckkraft hier an einigen Stellen reduzieren, bleibe bei meiner schwarzen Vordergrundfarbe, gehe mit der Deckkraft mal runter, auch wenn ich den Zeichenstiftdruck aktiviert habe, und gehe jetzt hier mal so sachte drüber überall. Hier war der Schatten, glaube ich, ein bisschen stärker, aber hier hat das alles nicht so wirklich gepasst. So. Wie gesagt, es geht wirklich nur ums Prinzip, nicht um einen sauberen, grandiosen Schatten. Das würde hier einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen. So, setze die Deckkraft hier mal wieder nach oben und habe jetzt hier quasi meinen Schatten reingemalt. Damit ich hier noch weiche Ausläufer habe, konvertiert diese Ebene bitte in ein Smart-Objekt. Warum? Kommt gleich. Und wendet darauf mal bitte eine Technik an, Weichzeichnung, Gaußscher Weichzeichner. Ihr seht schon, das sieht jetzt schon sehr viel besser aus, diese weichen Ausläufer. Bei 43 Pixel völlig okay drücken. Und dadurch, dass ihr das in ein Smart-Objekt konvertiert habt, habt ihr zu diesem Gaußschen Weichzeichner gleich eine Maske mit angelegt bekommen. Mit schwarzer Vordergrundfarbe und dem Pinsel schwarzer Vordergrundfarbe, 46% ist okay, möchte ich diese Weichzeichnung natürlich nicht überall drin haben, weil hier hatte ich harte Schattenkanten. Und mal mir das hier an diesen Stellen einfach wieder raus. Ich gehe mal ein bisschen zurück und male mir das hier an diesen Stellen wieder raus. Irgendwo hat mein Photoshop hier gerade ein kleines Problem. Okay. Und hier auch ein bisschen rausmalen. Ich glaube, hier war es auch ein bisschen härter, die Kante. Und dann ist das okay. Ja, und so würde ich mich da quasi Stück für Stück herantasten an meinen Schatten. Das ist die eine Möglichkeit. Wie gesagt, um das sauber hinzukriegen, wirklich 10 Minuten Arbeit sind das schon, das Stück für Stück hinzukriegen. Wenn ihr richtig tolle Schatten ringsherum gemalt habt, aber die Kernschatten unter den Füßen oder auch bei Objekten diese Kernschatten nicht mit drin habt, sieht das unrealistisch aus. Kernschatten gehören einfach in ein Bild. Solltet ihr bei einem Objekt, was ihr fotografiert habt, von der Ausleuchtung her, aber nicht diesen Kernschatten aufweisen, hier bei Joey hat das wunderbar geklappt, da habe ich gleich die Kernschatten mit freigestellt, gibt es da folgende Technik, die ich leider viel zu selten im Einsatz sehe. Ihr geht einfach mal unter diese zweite Freistellerebene, klickt ihr doppelt mal drauf, dann kommt ihr in die Eigenschaften. Und in den Eigenschaften findet ihr hier verschiedene Stile, unter anderem den Schlagschatten. Den einfach mal aktivieren und ihr seht schon, was hier passiert. Jetzt hat es hier einen Schlagschatten quasi unter den Füßen gegeben, beziehungsweise auf dem ganzen Körper. Interessiert uns nicht auf dem ganzen Körper, uns geht es jetzt nur hier unten drum. 100% Deckkraft ist okay. Abstand bitte nicht zu weit wählen, das ist kein Kernschatten mehr. Es geht wirklich nur um einen Kernschatten, nehmen wir ein bisschen weniger und sagen hier, okay. Dazu wurde jetzt hier quasi eine kleine Ebene angelegt. Ja, ich kann die aktivieren und deaktivieren. Einfach mal bitte mit der Steuerungstaste draufgehen und Ebene erstellen. Was dann passiert? Photoshop erstellt euch eine separate Ebene Schatten. Mal die Alt-Taste drücken, draufgehen, habt ihr nur eine Schattenebene, mehr habt ihr nicht bekommen. Und das ist genau das, was wir wollen. Jetzt achtet mal auf die Füße. Dieser kleine lila Rand, den ihr hier seht, lasst euch von dem jetzt nicht irritieren, das ist noch von dem Freisteller da oben drüber. Den können wir hier quasi, mache ich mal schnell hier, schwarze Vordergrundfarbe ist okay, auf der Ebene des Freistellers, dann kann ich mir dieses hier rausmaskieren. Ich nehme ein bisschen mehr Deckkraft. Und dann kann ich mir das hier quasi rausmaskieren, ist okay. Hier habe ich jetzt ein bisschen zu viel, okay. Und habe diesen Schatten hier drinnen. Hier an der Stelle dann einfach, wenn es zu viel ist, da unten drüber maskieren, beziehungsweise möchten wir ja auch nicht diesen Kern, nicht Kernschatten, diesen Schlagschatten auf dem ganzen Bild haben. Einfach eine Ebene anlegen, Alt-Taste drücken, drauf gehen. Ihr legt euch eine schwarze Ebene damit an, mit der gedrückten Alt-Taste. Und malt jetzt an dieser Stelle, wo ihr diesen Kernschatten haben wollt, mit dem Pinsel weißer Vordergrundfarbe, 100% Deckkraft, malt ihr euch diesen Kernschatten hier einfach rein, wo ihr ihn braucht.
Hier ist es schon wieder ein bisschen zu viel. Gehe ich mit Schwarz mal wieder zurück. Das ist mir einfach zu viel. Und dasselbe da drüben. Hier müsste ich jetzt hier die Maske vom Freisteller auch nochmal ein bisschen betätigen. Da gehe ich hier einfach nochmal auf diese Maske des Freistellers mit schwarzer Vordergrundfarbe und male mir diese Sache hier wieder raus. Dann passt das. Die Sohle wollen wir nicht mitnehmen. Und dann habt ihr euch quasi durch diese Technik Schlagschatten erstellen, über diese Ebenen-Modi hier, Ebenen-Stile, euch einen Schlagschatten erstellt. Wie gesagt, schwarze Ebenenmaske drauf anlegen, mit gedrückter Alt-Taste hier drauf gehen, habt ihr eine schwarze Ebenenmaske, wird alles komplett ausgeblendet und dann malt ihr euch an der Sohle bloß diesen Schlagschatten wieder rein. Diesen kleinen Schlagkernschatten nenne ich ihn mal. Und wenn ich jetzt hier vorher nachher gehe, schaut mal, habt ihr diesen Kernschatten da unten reingemalt? Das ist total genial. Ich sehe die Technik leider viel zu selten. Die nutze ich immer, wenn ich mir einen Kernschatten erstellen möchte, beziehungsweise dieser Kernschatten hier noch nicht stark genug ist. So, das ist die Technik, die ich immer genutzt habe. Einfach mal der Vollständigkeit halber. Jetzt gibt es noch zum Abschluss eine Technik, die ich mal bei Peter Browns vor Jahren aufgeschnappt habe. Ich war total begeistert, habe mich total verliebt gleich. Und diese nutze ich jetzt immer. Ich lösche dafür einfach mal diese Schlagschattenebene, die brauchen wir jetzt nicht. So, aber meinen Freisteller, den möchte ich hier unten jetzt natürlich auch nicht so unsauber haben. Ich habe ja eben hier drin rumgefuscht. Wenn ich hier mal drauf gehe, seht ihr ja, ich habe hier unten an den Füßen, wie gesagt, eben rumgefuscht. Hier einfach mal mit der Alt-Taste ziehe ich den nach oben. Ja, ich möchte diesen ersetzen. Und dann passt das auch. So. Was mache ich jetzt hier an dieser Stelle? Ich möchte diesen Schatten drin haben, möchte nichts malen, ich möchte Zeit sparen, ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe die Ebene hier eingefügt und jetzt gibt es diesen Trick. Das heißt, diesen Trick, diese Technik. Funktioniert allerdings nur, wenn ihr vor richtigem Hintergrund fotografiert habt. Ich arbeite für meine Artworks immer mit mittelgrauem Hintergrund. Fotografiere davor meine Modelle, um das dann super mit den Hintergründen, die ich einsetze, zu verrechnen. Sollte mit Grün auch funktionieren, habe ich selber noch nicht probiert. Aber wenn ihr vor weißem Hintergrund oder sonstiges fotografiert, funktioniert das nicht. Definitiv grau mit grün auch ruhig mal probieren, wenn ihr einen grünen zur Verfügung habt. Ihr setzt euren Hintergrund hier ein und setzt diesen Hintergrund dann quasi einfach nur in einen anderen Ebenenmodi ineinander kopieren. Jetzt schaut mal hin, schaut mal auf diese Füße, was jetzt passiert mit den Schatten. Bing! Ich habe die Schatten von meiner eigentlichen Fotografie hier quasi drinnen verrechnet. Sicherlich der Hintergrund, wie ihr seht, verändert sich ein bisschen in der Helligkeit. Wenn ich jetzt von dem Modus normal gehe, seht ihr das, ist der heller, gehe ich in den Modus ineinander kopieren, wird es sehr dunkel. Ich kann natürlich auch den Modus weiches Licht nehmen, ist nicht ganz so extrem, habe meinen Schatten trotzdem drin. Ich liebe ineinander kopieren. Und wenn mir das jetzt so nicht gefällt, Gott nu, da lege ich einfach eine Tonwertkorrektur an mit einer Schnittmaske, dass sich das nur auf meine Hintergrundebene hier bezieht. Und kann hier auch in der Helligkeit die ganze Sache nochmal ein bisschen anpassen. Kein Problem. Und dann habe ich hier einfach noch eine Textur drin haben wollen, eine Fliesentextur. Auch die habe ich mir hier reingesetzt. Im Modus weiches Licht, wenn ich hier auf normal gehe, seht ihr, dass genau dasselbe passiert mit meinen Schatten. Die sind wieder verschwunden. Also auch hier auf weiches Licht oder ineinander kopieren. Dann ist die Struktur wieder stärker da. Und ich habe meine Schatten von meiner eigentlichen Studioaufnahme mit drin. Muss hier nichts malen. Muss hier nicht Weichzeichen und so weiter und so fort und habe hier einfach gleich einen effektiven Schatten drin. Das mal dazu, zu meinen Techniken, wie ich Schatten in ein Artwork bringe. Probiert es aus. Habt ihr Fragen, Leute? Schreibt die Fragen einfach in die Kommentare, wenn ich mich hier oder da undeutlich ausgedrückt haben sollte. Und dann wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Und ja, wir hören uns beim nächsten Tutorial. Viel Spaß und bis dann. Ciao, macht's gut.